Hallo und herzlich willkommen hier auf Lyrella.de. Im heutigen Video wollen wir eine Obersumme berechnen, und zwar nicht irgendwie O4 wie in einem anderen Video, sondern wir wollen tatsächlich n einfach gegen unendlich gehen lassen, und dazu versuchen wir erstmal die Obersumme On ein bisschen einfacher ausdrücken zu können. Wir wissen ja, die Obersumme On, wir wollen sie aus der Berechnung von 0 bis 2, von den Grenzen 0 bis 2 und von der Funktion x². Also wissen wir, naja, die Breite der Gesamtfläche ist 2 und müssen durch die Anzahl der Unterflächen teilen, also durch n, und dann multiplizieren wir das mit der Summe der Funktionswerte. Wir wissen, x² von 0 bis 2, da ist die Obersumme immer der rechte Rand der einzelnen Rechtecke, also fangen wir an mit dem Funktionswert an der Stelle 2 durch n. Dann gehen wir wieder um 2 durch n weiter, das heißt, der nächste Funktionswert wäre an der Stelle 2 mal 2 durch n zu berechnen. Wir gehen wieder einen Schritt weiter, da sind wir bei, naja, f von 3 mal 2 durch n. Und das Spielchen machen wir so weit, wir machen sie insgesamt n mal, also bis f von n mal 2 durch n. Man kann natürlich das n rauskürzen, also bis f von 2, das wissen wir von dem Beispiel mit 4 Unterflächen, das war tatsächlich der rechte Rand, einfach f von 2, man muss vom rechten Rand den letzten Funktionswert nehmen. Aber ich lasse es mal so stehen, ihr werdet gleich sehen, warum. Nun, unsere Funktion ist ja nichts anderes, als dass wir das quadrieren sollen, was hier drin steht. Das heißt, wir können das schreiben als 2 durch n mal, naja, 2 durch n ins Quadrat plus 2 mal 2 durch n ins Quadrat plus 3 mal und so weiter, bis halt n mal 2 durch n ins Quadrat. Dafür gibt es eine vereinfachte Schreibweise, was wir hier machen. Das ist eine Summe. Und da gibt es ein Summenzeichen, und zwar 2 durch n. Und dann dieses Zeichen, das ist ein altes griechisches Sigma, ein großes, für Summe. Und dann sagt man von i gleich 1 bis n. So, was soll das i sein? I soll in unserer Formel das hier sein, was wir hier sehen. Wir sehen, diese Faktoren, die sind eigentlich immer gleich, also 2 durch n und Quadrat steht immer da. Das Einzige, was unterscheidet, ist, hier steht eine 1, eine 2, eine 3, eine 4, na, bis n. Und das, was sich da unterscheidet, das nennen wir einfach i. Also haben wir die, können wir hier das zusammenfassen als i mal 2 durch n ins Quadrat von 1 bis n. Das sagt uns die Summenformel. Das ist Summenzeichen. So, nun, in so einem Summenzeichen kann man genauso vorgehen wie hier. Wir könnten hier ja einfach Dinge ausklauen, die immer drin vorkommen. Hier kommt immer drin vor, 2 durch n ins Quadrat könnte man also eigentlich ausklammern. Tun wir das auch hier. 2 durch n ins Quadrat ist 4 durch n Quadrat. 2 mal 4 gibt 8. N mal n Quadrat gibt n hoch 3. Und dann das Summenzeichen von 1 bis n. Über i Quadrat. Das Einzige, was man nicht rausziehen kann. Weil der zählt in die Zähne hier. I. Das kann man nicht rausziehen. Wir müssen also jetzt eine Formel kennen. Wie kann ich die Summe der Quadratzahlen einfach ausdrücken? Und wer das vollständige Notion schon hatte oder sonst irgendwas nachschaut, es gibt einfach diese Formel hier oben. Die kann man beweisen. Oder man muss sie wissen, oder sie wird einfach angegeben. Also die Summe über alle Quadratzahlen kann ich ganz einfach ausrechnen. Also bis n, also bis, wenn ich es möchte, bis zur Quadratzahl 10, also ich möchte 1 Quadrat plus 2 Quadrat plus 3 Quadrat bis 10 Quadrat, dann müsste ich jetzt hier einsetzen, 10 mal 10 plus 1 mal 20 plus 1 und das Ganze durch 6 teilen. Das kann ich jetzt auch hier einsetzen, einfach als Formel. Dann zählt er, da steht 8 durch n hoch 3 mal n plus 1 mal 2n plus 1 durch 6. Nun, was macht man hier? Man kürzt hier schon mal das n mit dem n hoch 3 und die 8 und die 6. Dann haben wir nur noch 4 Drittel n Quadrat mal n plus 1 mal 2n plus 1. Kann man noch ein bisschen weiter vereinfachen. Wir multiplizieren das alles mal aus. Dann steht hier 4 mal 2n Quadrat plus 3n plus 1. Das Ganze durch 3n². Ich
Ich multipliziere jetzt noch mit der 4 durch. Also haben wir hier 8m² plus 12n plus 4 durch 3 hoch n². Das ist also die Formel, womit diese Obersumme für n gleich ausrechnen können. Wir könnten jetzt hier 5 einsetzen, wir könnten 7 einsetzen, 100. Wir könnten also die Obersumme immer direkt so ausrechnen. Wir wollen jetzt aber die Obersumme ja von n gegen unendlich haben. Also O n, n gegen unendlich. Was müssen wir machen in solchen Fällen? Wir lassen hier, wir klammern einfach in solchen Fällen immer das n Quadrat aus. Die höchste Potenz einfach ausklammern. Also wir versuchen das hier mal. Da wäre das n Quadrat mal 8 mal 12 durch n plus 4 durch n Quadrat. Hier unten haben wir noch, naja. So, wenn ich jetzt so ausgeklammert habe, seht ihr, wir können durch n Quadrat teilen. Und wenn ich jetzt n gegen unendlich gehen lasse, dann geht der Term und der Term gehen gegen 0 und wir kriegen also 8 Drittel. Das heißt, On gilt für n gegen unendlich gegen 8 Drittel. Das heißt, die Fläche unter diesem Graphen soll eben genau 8 Drittel werden. Wenn ihr das jetzt für Untersummen macht, dann werdet ihr feststellen, ihr kommt genau aufs Gleiche. Ihr müsst halt diese Formel dementsprechend anpassen, weil es nur noch bis n minus 1 geht. Dann müsst ihr hier hinten auch das n jeweils durch n minus 1 ersetzen und es durchrechnen. Ihr kommt aber auf jeden Fall zum gleichen Ergebnis. Und dann sagt man dazu, man macht dann nicht mehr das Summenzeichen, sondern man sagt für diese Fläche tatsächlich, das ist das Integral von 0 bis 2, von der einen Grenze bis zur anderen Grenze, von der linken Grenze bis zur oberen Grenze, zur rechten Grenze, von in dem Fall x² mal dx. Warum diese Notation? Naja, das ist einfach das Zeichen dafür, so wie wir hier ein Sigma als Summenzeichen hatten, hat man hier dieses Integral, ja, so eine Art S für die Fläche. Dann schreibt man die Funktion hin und dieses mal dx, das könnt ihr euch so ähnlich vorstellen wie das hier, dieses 2 durch n. Das soll etwas, man kann es so ein bisschen vergleichen mit der Breite. Das ist die Fläche unter so einer Funktion. Einfach mal merken, es gibt sicherlich auch andere schöne Videos von uns dazu. Schaut es euch einfach an. Nun, ich freue mich, dass ihr hier reingeklickt habt. Bleibt uns gewogen und wenn euch was gefallen hat, scheut euch nicht, auch mal gefällt mir zu drücken oder den Daumen nach oben zu geben. Dankeschön.